Sieht schon lecker aus. Wo hast du die Tontöpfe eigentlich her? Den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Echt? Die sehen aus wie aus China. Ja, sehen die da auch so aus? Ja. Die Technik wird ähnlich sein oder die gleiche. Was hat er gekostet? Für 15 Euro von einem Russen. Der wollte kein Sauerkraut mehr machen. Wie lange hast du die Töpfe schon? Den habe ich 4 Jahre und den habe ich 10 Jahre. Ah, okay. Lange Zeit. Trau.上次排视频的时候，我很想吃酸菜白肉。那现在酸菜好了，你们看一下。今天我和我老爸，我们应该做一个酸菜白肉。我先网上找个视频。这个视频应该好看。 Hast du es alles? Das Ingwer, Pfeffer, ja. Zwiebel, Frühlingszwiebeln. Und Sichuan-Pfeffer. Okay. Das ist meine Reserve. Hier habe ich Sichuan-Pfeffer in einer alten Mühle. Das ist aber kein Sichuan-Pfeffer. Ah. Okay. Egal, nimm einfach den. Sternanis. Ah, okay, perfekt. Sternanis. Sehr gut. Ingwer. Sehr gut. Reicht das? Wasser haben wir. Bauchfleisch? Bauchfleisch müsste ja ein Stück in der Gefriertruhe haben, ja. Schaffen wir, oder? Wir schaffen das schon. Ich bin mal gespannt, wie das schmecken wird. Das heißt, als allererstes tun wir ja mit dem Sichuan-Pfeffer, dem Sternanis, Ingwer und Lauchzwiebeln das Fleisch kochen. Okay. Wie lange eigentlich? 10 Minuten? Ja. Die sind so lang geschnitten? Länger einfach. Ja. Wie machen das die Chinesen so schön? So, Lauchzwiebel, Pfeffer. Reicht das? Das sind 15 Körner. Nach Gefühl. Nach Gefühl. Nach Gefühl. Nach Gefühl gebe ich noch 2 dazu. So, Sternanis. Wie viel soll ich denn nehmen? Weiß nicht, 2 oder 3 Stück. 2 oder 3? Okay. 1, 2. Dann brauchen wir noch Ingwer. Könnte das reichen? Ein paar Scheiben einfach. Muss man den ein bisschen sauber machen? Nö. So, jetzt brauchen wir Wasser für die Suppe. Wie viel Wasser brauchen wir? 1 Liter. 1 Liter, okay. Mmh, sieht gut aus. Mhm. Mmh. Und jetzt ganz dünn schneiden, ja? Ja. So, das heißt, als nächstes das Sauerkraut anbraten mit Ingwer und Lauchzwiebel. Erst müssen wir das Sauerkraut waschen. Ein spitzes Sieb, sehr gut. Ein spitzes Sieb. Wie viele verschiedene Siebe hast du? Ah, 7 oder 8. 7 oder 8. Je nachdem für was. Oh, ich weiß, das Spitzkohl ist in China, ja, ja. Aber viele Fans fragen mich, was ist das für ein Name? Es riecht sich aus wie ein chinesisches Bauchfleisch. Wo kommt der Spitzkohl eigentlich her? Aus der Gegend um Stuttgart. Und da okay. Ist das Hauptgebiet in Deutschland, wo Spitzkraut angebaut wird. Gibt es den nur hier? Ja, man sagt deswegen auch Filderkraut. Ah, okay. Filtern. Lauchzwiebel. Ingwer. Heute was ganz Besonderes mit Fett. Gänsefett. Was erstmal dazu? Reis, oder? Okay, wenn es chinesisch sein soll, dann... Das wird auf jeden Fall was ganz Tolles, was eigentlich ein Winteressen könnte man sagen. Ein Winteressen. Ich schätze mal, wir werden 2 Tage lang werden wir essen. Viele Fans haben gesagt, dass sie dich sehr gerne kochen sehen. Oh. Was würdest du gerne noch chinesisches kochen oder dazulernen? Oder? Also ich möchte mal so richtig eine gute chinesische Ente machen. Wie das geht. Ich glaube, das geht 2 Tage. Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe, aber das würde ich gerne machen. Chinesische Ente. Okay, ich glaube, Peking-Ente ist schon die Königsdisziplin. Ja, das ist die Peking-Ente. Aber mir würde schon die ganz einfache chinesische reichen. Peking-Ente würde ich noch lieber machen. 有没有人来教我爸怎么做北京烤鸭？
Siam ich dir mal, Jugien! Und, wie ist dein Resümee? Hat es dir geschmeckt? Ja, normalerweise mag ich Bauchspeck so nicht, vor allen Dingen nicht gekocht. Habe ich gedacht, oh Gott, wie wird das schmecken? Es ist ein ganz toller Geschmack und mit dem Reis, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, hier Reis reinzutun. Super. Also, ich mache gern wieder mal mit, man kann nur lernen und ich glaube, ich werde das auch mal für uns hier so kochen. Vielen Dank. Das ist relativ einfach, gell? Ja, ganz einfach. Super. Für deutsche Freunde. Ja, für unsere deutschen Freunde könnten wir das natürlich auch mal machen. Die werden überrascht sein, wenn sie dann erfahren, dass Chinesen das so essen. Mhm. Wir kennen das so nicht.